Ja, wunderschönen Samstag euch allen. Willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich habe hier schon mal angefangen, ein bisschen was zu machen, und zwar Holz zu fällen. Ich habe auch innen schon ein paar kleine Reparaturen gemacht, noch nicht die Welt, aber ich dachte mir, so ein bisschen vorbereiten wäre gar nicht so schlecht. Und dazu gehört nun mal, gerade wenn man bauen will, Holz zu holen. Bei mir ist immer noch derselbe Mittwoch wie in der Aufnahmesession vom Mittwoch. Das heißt, ich bin über eine Woche im Voraus. Schon ein bisschen viel. Aber naja. Ich habe gerade Lust drauf. Und wenn ich sowieso gerade hier bin, kann ich das auch machen. Hier noch ein bisschen Holz holen. Bei all den Bäumen, die hier sind. Weiß man gar nicht, wohin damit. Komm. Looten, looten, looten. Na, hier irgendwo ist noch einer. So. Hier machen wir nochmal ein bisschen mehr Holz draus. Ja. Es wird auf jeden Fall jetzt eine Baufolge. Ich habe es angekündigt oder angedroht. Nehmt es, wie ihr es wollt. Es geht nun mal nicht anders. Wenn ich überlege, dass hier demnächst die nächste Federal Horde ansteht, muss erstmal gesichert werden. Es tut mir leid. Aber es ist nun mal nicht anders machbar. Ich bräuchte eigentlich noch ein bisschen Lehm. Das heißt, ich müsste nach Lehm suchen gehen. Er ist ja da hinten. Da so. Von da kamen wir ja. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf, aber naja. Es ist egal, worauf man Lust hat. Manchmal hat man eben seine Pflichten. So, jetzt heißt es hier nämlich erstmal wieder aufwerten. Richtig spaßig. Ich weiß. Das macht unglaublichen Spaß. Es kam in der Nacht, relativ kurz bevor es die Zombie das Laufen anfingen, kamen ein paar Hunde vorbei. Die haben sich allerdings hier niedergelassen. Auf die eine oder andere unschöne Art und Weise, wie ihr seht. So. Hier einmal aufwerten. Die können wir natürlich eigentlich auch gleich mit reparieren, wenn wir eh gerade dabei sind. Das ist schon richtig. So. Einmal die Reihe hier durch. Komm mit. Die werden auch aufgewertet, wenn wir eh hier stehen. Du gehst nicht. Dann nehmen wir dich mit. So. Eins, zwei. Hier werden auch noch welche hingeplatziert. Da kennen wir nichts. Eure Zombies kommen. Aber nicht viele. Kann man dich reparieren? Nein? Ich hab dich gewarnt. Weg mit dir. So, hier gibt es ebenfalls den neuen. Ja, es sind jetzt diese Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen. Ich werde auch im inneren Kreis nochmal die großen Woodlock Spikes hinsetzen müssen. Die haben es leider nicht alle überlebt. Gerade die auf der Ostseite sind dann doch etwas mitgenommen worden. So. Perfekt. Ich wollte eigentlich auch Vorbereitung machen, dass ich meine Slugshot-Muni benutzen kann für die Shotgun. Leider muss es dafür eine Pump-Shotgun sein, keine Sword-Off. Dafür fehlt mir leider noch wieder ein, zwei Parts. Deswegen kann ich die leider nicht nutzen. So. Jetzt werden hier erstmal nochmal meine Sicherheitszüge gemacht.
Ich habe innen auch schon. Es kommen doch nicht wieder so viele. Hey, kommst runter? Jetzt auf jeden Fall. Ich habe sie hergelockt. Ist schon mal okay. Na komm. Klappe. Nichts dabei. Und? Kleinigkeiten dabei. Nicht die Welt. Mann. Ich habe hier unten schon mal angefangen, ein bisschen die entstandenen Löcher zu flicken, weil dann doch gerade im Innenkreis ordentlich was kaputt gegangen ist, muss man sagen. Jetzt kommen da doch wieder welche. Hallo, muss das sein? So, einmal rundherum. Diese kleinen Mini-Spikes da. Ups, da wollte ich gar nicht auf Eisen hochgehen. Du bist reparieren, hallo. Also am Holz kann es nicht liegen. Außerdem ist es ja eh nur reparieren, da kostet mich das ja gar kein Holz. So, hier machen wir jetzt den Kreis noch fertig. Damit wir hier einmal rundherum wirklich diese Mini-Spikes haben. Einfach nur, um den ersten Damage zu machen. So. So. Einmal rundherum. Sehr schön. Haben wir hier oben ein großes Antreffen oder was ist hier los? Nö, eigentlich nicht. Alles gut. Sehr schön. Was wir brauchen, sind wieder ein paar von diesen hier. Nein, den hier. Komm, machen wir davon mal ein paar. Und wir werden hier ein paar der Bäume gleich mitnehmen. Fall um! Ich bin hier froh, dass diese Bäume, wenn sie fallen, anderen Objekten keinen Schaden machen können. Da bist du. Wir haben hier irgendwo. Irgendwo hier haben wir ein Teil, was nicht wirklich mitkommt. So, jetzt sollten wir ihn nochmal haben. Ja, ich bin froh, dass die hier nicht wirklich ein Damage machen, wenn sie runterfallen. So wie hier jetzt, sonst würde mir nämlich gerade meine Wand eingerissen werden. So, wir nehmen hier die paar Bäume noch mit. Komm her. Die hier direkt an der Häuserwand nehmen wir mit. Dann haben wir die nicht los. Hier oben kommt jetzt noch der Rest von den Decay-Tricks drauf. Weil innen dürfte es soweit fertig sein. Da müssen wir auch gleich nochmal gucken gehen. So. Jetzt wird hier nach innen geguckt. Zack. Ah, nicht so richtig springen muss man können. Sonst ist das immer schwierig. So, hier sieht man nämlich ein bisschen was an Schaden. Was das Ganze genommen hat. So, ein bisschen halt. Nicht viel, aber dann doch eher unschön auch zu betrachten. So, das sind die Reparaturen, die jetzt gemacht werden müssen. Sonst kommen wir ja gar nicht mehr vorwärts. Dafür brauchen wir auch die hier. Wobei ich fast glaube, dass das nicht reichen wird. So.
Hier sieht man auf jeden Fall, wo die Zombies ordentlich langgelaufen sind. Ein Schwein meint, es müsste sterben. So, hier einmal durch. Hier habe ich sogar zu viel Erde gesetzt. Das war das viel des Guten. Ganz eindeutig. Die Kate Pricks brauchen wir erstmal. Also nicht hier. Da, wenn denn dieser freundliche Körper die Güte hätte, dort mal wegzugammeln. So. Danke. Hier einmal schön nochmal Spikes rundherum setzen. Oh oh. Das war knapp. Das war knapp. Ich bin froh, dass ich hier außen so einen kleinen Wegerand gelassen habe. Sonst wäre das echt schwierig. Wir müssen hier auch gucken. Da ist zum Beispiel ein bisschen Gülle. Komm weg da. Und wir müssen da sogar rein, weil das ist auch eine der Stellen, an denen ich keine von denen mehr habe. Komm. Die Kunst ist hier eindeutig das Treffen. Ja. So. Hallo? Einmal hier. Oh. Das geht gar nicht. Da muss zugemacht werden. Also jetzt sieht man hier wieder schöne Kleinigkeiten, die repariert werden müssen. Entschuldigung. So. Jetzt brauchen wir wieder das andere Zeug. Den Bogen erstmal nicht, aber die hier. Wobei, wenn wir eh gerade hier sind. Toll. So, weiter komme ich nicht, ohne dass ich mich jedes Mal verletze. Aber das ist nicht schlimm, weil wir hier ja wieder unsere Kate Prick-Wand haben. Hier war hier auch ein bisschen was hat mitnehmen müssen. Oder erleiden müssen, um genau zu sein. So, jetzt einmal hier noch außen rumlaufen, mit Blick nach dort, eventuelle Zerstörungen zu sehen. Das ist nicht schlimm, dass es hier leicht hochgeht. Hier, die sind schon eher wieder suboptimal. Die gefallen mir nicht so. Dann lieber weg. So, einmal aufnehmen. Ich hoffe, ihr hört die Autos jetzt wieder nicht so extrem, aber naja. Wird sicherlich Bauarbeiter sein von uns. So, jetzt sind wir einmal hier rum. Das hier ist alles repariert, das ist alles gut. Möglichkeit wäre natürlich hier in den, an dieser Wand auch nochmal so eine Reihe von den Spikes zu machen, dass wenn sie da durchkommen, direkt wieder reinlaufen. Ah, nein, 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 nein. Jetzt sterbe ich. Oje, das war knapp. Oh, das war knapp. Und zwar knapper als gewollt. Wir nutzen die hier und ich würde auch gerne mal so einen Painkiller nutzen, wenn wir eh gerade dabei sind. Und dann essen wir auch nochmal was. So. Wichtig ist immer, dass man hier ganz ruhig bleibt bei dieser ganzen Aktion. Ja, keine Angst oder sowas zeigt. Das wäre das Schlimmste, was man machen kann. Das ist wie wenn man von einem Bären steht.
Die Frage ist jetzt, machen wir hier wirklich noch mal so einen rum? Könnte ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Hier drin muss auch noch aufgefüllt werden. Machen wir das zuerst. Aber ich denke, hier so eine Reihe. Ja, noch lauter geht's nicht. Vielen Dank. Ich meine, ich werde jetzt hier nicht alle einzeln reparieren. Das ist mir klar. Das wäre zu viel. Wichtiger ist jedoch, dass so ein bisschen was repariert ist. Und vor allen Dingen hier drüben, diese großen Lücken müssen gefüllt werden. Das ist das, was ich eigentlich machen wollte. Aber dann habe ich Lücken entdeckt, die ich so nicht hätte lösen können. Das war wieder eine sehr smarte Idee von mir, ich weiß. Weil hier war Löcher. Die konnte ich aber nicht reparieren, da ich... Richtig, ich hatte kein Holz. Das habe ich gemacht, kurz bevor die Aufnahme gestartet ist. Machen wir hier natürlich nochmal alles schön reparieren und so. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt 17 Minuten, alles klar. Den Teil nehmen wir hier gleich mit. So. Jetzt ist halt die Überlegung, wollen wir hier... Ey, du bist noch kaputt, das geht aber gar nicht, du auch. So. Die Frage ist jetzt, wollen wir hier wirklich so direkt eine Verbindung schaffen? Können wir machen. Da muss aber das noch eine Reihe höher gehen, einfach nur damit ich hier ein bisschen Luft habe, sonst schlagen mir die Zombies das von unten kaputt. Ich denke, die Idee hier von der Regenbogenmaus ist sehr gut. Wir werden hier aber erstmal die inneren Kram wieder füllen mit schön lauter... Pixel-Dingern hier. Na komm. Zack, 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 zack. Guten Tag. Das machen wir hier auch. Dann wenn nämlich diese Reparatur soweit fertig, dann bin ich auf jeden Fall schon mal zufrieden. Und wenn das gemacht ist, fühle ich mich sicherer. Und sobald wir wirklich diese Verbindung haben zwischen der Decayed Brickwand und meinem Haus, kann ich da drauflaufen, kann die Zombies also auch direkt, kann ich auch direkt Schaden machen, was mir halt eindeutig gefehlt hat. Und vor allen Dingen mit der Magnum im Anschlag und einer Shotgun mit ein bisschen was an Munition ist das schon gar nicht so schlecht. Ich glaube, jetzt wieder alles an Schießpulver verballert. Da müssen wir zumachen. Sonst haben wir da schon ein Loch. Das geht gar nicht. Okay. Boah, das nervt mich zu sehr. Okay, dich können wir noch relativ schnell reparieren. Komm ich hier hinten hin? Ja. Jetzt habe ich hier den Faden verloren. In meinen urplötzlichen Denkmustern hier. Einmal rum. Du bist repariert, du bist repariert. Ihr werdet alle repariert. Yay. Ja, ich habe Munition durchgehauen ohne Ende. Ich habe noch Magnum-Muni gemacht. Ich habe ja Shotgun-Muni auch ein bisschen was da. Um die 80 Schuss, glaube ich, sind es. Das heißt, da sollte auch was gehen, gerade weil es eine Flawless ist. Also da haben wir gute Voraussetzungen. Sollen wir mal schauen, wie viele von denen ich noch machen muss. Weil das könnte genau passen hier. Um hier das Ding wieder voll zu machen. Ich erwarte die Zombies sowieso eher von Norden. Bisher kamen sie, glaube ich, immer von Norden oder von Osten aus. So, hier rum. Zack. So, können wir hier das noch von hier oben reparieren? Ja, können wir sogar. Sehr schön.
Das freut mich sehr, dann müsste es bei dem nämlich auch klappen. Wenn wir dann nah genug rankommen. Dann haben wir hier jetzt auf jeden Fall schon mal eine relativ sichere Geschichte. Das auch. Jetzt brauchen wir einiges an Holz, an Woodframes, weil ich ja jetzt hier den Kreis nochmal um eine höher machen muss. Na komm. So, ich muss den Kreis ein bisschen höher machen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Frames. Und das reicht noch für 83 weitere. Das wird sowieso nicht reichen. Hier außen müssen wir nochmal. Ist es mir hier eigentlich zu niedrig, ehrlich gesagt? Sehr unschön. Hier auch. Gehen Sie weg dort. Und du reparieren. Da auch. Sehr schön. So, jetzt werden wir hier die restlichen hier nochmal drauf machen auf der Seite. Ich glaube, eine innere Reihe aus den Woodspikes wäre gar nicht so schlecht. Zwar da, dass wir dann direkt vor der zweiten Mauer nochmal so eine Woodspike-Wand haben. Einfach nur, um denen zu zeigen, Jungs, wenn ihr hierher wollt, müsst ihr mit Schmerzen rechnen. Danach geht es ja erst richtig los. Mit weiteren Woodspikes. So, hier noch einmal fertig machen. Das ist von der Höhe her auf jeden Fall jetzt gut genug. Ich glaube, dass das sogar eine gute Idee ist, aber hier habe ich leider keine Wand mehr. Das ginge dann nur auf der Seite. Wollen wir mal schauen. Schwierig. Ich bin da noch ein bisschen unentschlossen. Ich gebe es gern zu. Was erstmal jetzt hier gemacht werden muss, ist hier natürlich nochmal eine hoch. Es werden jetzt alles solche Kleinigkeiten sein, Baudinge. Nee. Ich dachte gerade, ich hätte da ein Loch gesehen, das wäre gar nicht gegangen. So, jetzt wird hier natürlich verbunden auf jeden Fall. Der Vorteil ist, da ich da hier den Balkon schon habe, dass ich auf jeden Fall einen tragenden Pfeiler habe. Da nicht. Da nicht, sondern hier. Komm. Wir müssen erstmal warten. Wir brauchen mehr Holz. Damit ich das hier schon mal aufwerten kann, sonst kriege ich da nachher Probleme. So. Einmal hier voll machen, bitte. Was hier sogar eine Möglichkeit wäre, ist zu sagen, wir lassen die mittlere Reihe weg, damit ich mir da immer einen wegnehmen kann, um im Notfall drauf ein. Nein, den nicht. Den hier, das soll weg. Dass ich nämlich die hier lasse, einen von den beiden, oder vielleicht sogar beide, das ist hier im Prinzip egal. Dass ich da, wenn hier nämlich Zombies sind, die entsprechenden Stellen wegnehmen kann und abballern kann. Quasi, ich nenne es mal reproduzierbare Schießscharten. Ich denke, dass das ganz passend ist dafür. Der Vorteil ist natürlich, dass ich darauf laufen kann, wenn ich es muss oder will. Aber gleichzeitig habe ich eben die Schießschadenmöglichkeit. Das heißt, wenn unter mir Zombies sein sollten, jetzt muss ich hier drüben den Anschluss finden, sonst bricht mir das ja ein. So, das ist gut.
Aber gleichzeitig habe ich eben wirklich die Möglichkeit, hier ganz gemütlich die Sachen rauszunehmen und zu ballern, zu laufen, wie es mir gerade passt. Das klingt gar nicht so schlecht. So ganz spontan muss ich sagen, damit kann man leben. Jetzt muss das hier weg, weil hier sieht jetzt natürlich so ein... so Dachziegel sehen natürlich hier jetzt ein bisschen blöd aus. Gerade weil ich hier dann verbinden will. Ich will ja einen Durchweg haben. Oder einen durchgängigen Weg haben. Das muss hier zugemacht werden. Tut mir leid. Einmal aufwerten. So, hier bleibt dann wirklich dieser Weg, an dem ich dann operieren kann. Hier ist halt ein bisschen blöd, weil hier halt schon der Weg quasi genommen wird, aufgrund dessen, dass es mein Balkon ist. Da kann ich jetzt aber nichts gegen machen. Ich werde jetzt ganz bestimmt nicht hier den Balkon nochmal abreißen. Vor allen Dingen müsste ich ihn ja komplett abreißen. Es reicht ja nicht nur, die oberste Schutzschicht runterzunehmen. Das klappt ja so nicht. So, hier noch einmal rum, soweit mich das Holz trägt. Zumindest mal bis hier vor, damit ich die Zwischending noch mal reinziehen kann. Sehr schön. Hier auch. Okay, hier müssen wir warten, sonst kriegen wir das nicht gebacken. Bei sowas habe ich immer ein bisschen Angst, dass mir das Ding auf einmal unter den Füßen wegbricht. Das muss noch aufgewertet werden. So, und jetzt kann man hier verbinden. Da wird dieser Teil hier noch aufgewertet. Alles klar. So läuft das ganz gut. Damit bin ich wirklich zufrieden. Also vielen Dank nochmal Anja für die Idee, das hier so zu machen. Weil dadurch habe ich wirklich die Möglichkeit, Zombies direkt auch eins auszuwischen, wenn ich sie sehe. Mir war halt hier der wichtig, nochmal eins höher zu gehen, einfach nur damit die Zombies mir von unten nicht den Boden wegschlagen können. Aus dem Grund habe ich hier nochmal alles um eins erhöht. Diesmal werde ich mir auch einen ebenen Boden aussuchen. Ich sehe gerade, wir haben ordentlich überzogen. Ich mache hier jetzt noch schnell das Aufwerten. So. Ihr seht, wie es weitergehen wird. Wir werden das hier voll machen. Damit spare ich mir hier auch die Brücke. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dabei, wenn es weitergeht mit 7 Days to Die. Bis dahin noch einen schönen Mittwoch. Glaube ich. Samstag. Ich weiß es nicht. Schönen Tag. Bis dann. Tschö.